Hackfluencer sind heute mal unterwegs. Richtig. Projektfluencer aus Leidenschaft. Projektfluencer on Tour. Projektfluencer on Tour, Anja und Sven, genau. Mhm. Richtig. Ins Grünzeug. So, und ich habe heute eine Kamerafrau mit dabei, weil ich bin nämlich der Mensch, der dann ins Grün geht. Jetzt fahren wir bei uns in die Rechby. Dort hoffen wir, dass wir irgendwelche Haselnussäste kriegen, nämlich wir wollen am Samstag eine Benjeshecke bauen. Und dafür brauchen wir die Stützen für außenrum. Die holen wir uns jetzt. Der ganze Baumschnitt kommt rein und wir tun sogar noch was für die... Für die Vögelchen, für die Insekten. Und das Ding heißt eigentlich Totholzhecke. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Ich finde, das ist keine Totholzhecke, sondern es ist eine lebendige Hecke. Ihr könnt es ja dann mal sehen. So, und jetzt fahren wir gleich mal in die Rechby. Schauen wir uns mal an. Bis gleich. Zu uns in die Rechby. Das ist da, wo wir die Äpfel geerntet haben, vor unseren Apfelwald. Unser PF-Mobil ist ja kein SUV, sondern es ist ja ein LKW. Ein LKW. Ja, mit dem kann man hier schön mal bei uns auf den Acker fahren. So Leute, hier sind wir jetzt bei uns auf der Apfelwiese. Ihr erinnert euch, da haben wir geerntet für unseren Apfelwein. Und hier schauen wir, ob wir was Gescheites für unsere Benjeshecke bekommen. Also, los geht's! Entschuldigung, Entschuldigung! Wo ist die nächste Tankstelle? Fahren Sie mit Pellets? Ja. Können Sie sich hier bedienen? Können Sie Äste runterschneiden? Auto schneiden, dann schneide ich mir für den Holzvergaser ein bisschen was runter und schaffe das rein. Dann können wir weiterfahren. Dankeschön. Wie schön. Wollen Sie noch was? Sie schon wieder? Das war eine Verarschung mit den Ästen. Das sind ja alles ganz harte Bäume. Ich habe ja gar kein Werkzeug dabei. Ist doch gar nicht wahr. Ich habe doch gesehen, Sie haben eine Säge dabei. Also Leute, es geht gleich los. Wir haben unsere Bäumchen gefunden, da vorne. Bei unserem Grundstück, da stehen ganz starke, feste Haselnüsse. Die holen wir uns jetzt. Jetzt haben wir so ein gutes Dutzend. Hm? Ja. Sollten reichen für unsere Benjeshecke. Würde ich auch sagen. Damit haben wir erstmal die Schneidaktion beendet. Das ist unsere Ausbeute. Und damit wird die Benjeshecke gebaut. Und das ist die Dame.
die Benjes Hecke baut. Zusammen mit dem Mann, der gerade filmt. Achso, ja, stimmt. Ohne den geht's ja nicht. Ne? Keine Chance. Hey, heute geht's richtig ab. Wir haben bei uns haben sie Sturmböen gemeldet bis 85, 90 Stundenkilometer. So, hier irgendwo soll die dann mal hinkommen. Da haben wir den ganzen Baumschnitt bei uns vom Garten. Da liegt Fichte, da liegt Ahorn. Ja, jetzt haben wir uns überlegt, entweder schreddern oder was ordentliches, nützliches auch draus machen. Und da haben wir uns mal für eine Benjeshecke entschieden. Deswegen waren wir ja in der Rehspie und haben uns unsere Seitenstecken geholt. Wir werden dann nachher, wenn wir dann die Löcher dafür in den Boden reinhauen, beziehungsweise wir bohren die rein. Und jetzt müssen wir erstmal hier die ganze Ecke mal sauber machen, ein bisschen aufräumen. Da liegt noch ein uralter Vertikutierer, noch von Anno Tobak. Der kommt da jetzt erstmal raus. Ja, und da fangen wir dann mal an. Da geht's dann mal los. So, jetzt sind wir bei uns hier in der Werkzeug, in der Gartenhalle drin. Da stehen unsere zwei Rasenmäher. Der eine ist dann für die Ella im Sommer, da fährt die Ella mit. Und das ist meiner, da fahre ich, da fahren wir um die Wette, wir zwei. Erst nehme ich den anderen. Das ist doch meiner. Das ist der Kindertraktor. Ist es das hier oder das? So, ich hole jetzt mal den Bohrer für Männer. Jawohl. Oh, sehr schwer, Ella. Nein. Nein? Achtung, Achtung, Achtung. Das machen wir jetzt wohl jetzt zusammen. Okay. Also. Halt die Ohren, sagst du, das geht am besten. Wir haben jetzt die ersten Stecken drin stehen. Gebohrt ist, Abstand 1 Meter zu 50 cm jeweils. Und wir machen jetzt folgendes: Stecken rein und dann kommt die Erde wieder dran und dann wird die ordentlich gut verdichtet, dass die Stecken einigermaßen stark stehen. Hey! Das sind die Handschuhe. Genau, dann kannst du hier schön an der Ecke, das kannst du festmachen. Da, da. Ich glaube, wir müssen noch mal vordurch. Musst du mal durchzählen, wie viele Löcher wir haben? Wie viele Stöcke brauchen wir? Vier. Nein. Guck mal, es sind mehr Löcher, wo der Winnie noch davor steht. Das sind ja vier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt. 8 Löcher. 8 Löcher. Ah, noch 8. Paula. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt die
Erde gebracht. Das sind die Stützen. So ein Winter. Wir haben jetzt die Stützen in die Erde gebracht. Und oben die Stützen, die haben wir zusammengebunden, damit sie sich dann nicht auseinanderziehen. Da haben wir normale Sesalseil genommen. Das musste ich heute auch erst lernen, das ist eine Ambossschere. Wohlgemerkt Ambossschere, wenn ihr das irgendwann hört, Ambossschere, so sieht die aus. Funktioniert so, Ambossschere, zack, schneidet auf den Amboss. Damit kann man die Sesalschnüre durchschneiden. Es gibt da verschiedene Arten von Heckenscheren, also mit einer normalen Rosenschere funktioniert es nur recht beschwerlich. Mit einer Ambossschere, die schneidet das wirklich gut. Okay, und das gibt es so in diesem Megapack. Damit macht man auch die neuen Bäume fest an den Stützen. Das ist diese Kordel Fokusseil. Durchmesser? 7 mm. Das sind 50 Meter drauf. Ich habe es gleich im Dreierpack gekauft, war es ein bisschen günstiger. Und da reicht auch allemal und lange, ne? So. Und jetzt kommen eben besagte Äste in die Stützen da dazwischen rein. Genau. Und das machen wir jetzt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns gerade an der Nordseeküste bei einer Windstärke 10 bis 35. Es ist das Orkantief Ella bei uns unterwegs. Wir versuchen uns dagegen anzustemmen. Hinter uns wird gerade von den städtischen Bauarbeitern die Hecke gebaut als Sturmschutz gegen. Achso, ist gar nicht so windig. Hallo. Ich bin die Ella, von dem der Sven gerade gesprochen hat. Das ist das Sturmtief Ella. So, wir schneiden jetzt die Äste und Winnie hat sich dafür die Grille besorgt. Made by Steel. So. Made in Germany. And loose goes it. Süß. Doktor? Doktor? Doktor. Doktor. So, und müsste eigentlich noch funktionieren? 50%, okay. 50%, also probieren wir mal 4 Stunden später. Ja, yeah. Ohne viel Druck. Cool. Hey. Und durch. Ohne Strom und große Muskelkraft. Hat sogar der Winnie geschafft hier. Das sieht zwar aus wie ein Spielzeug, das Ding, ist aber saugefährlich. Ja. Dafür gibt es nämlich diesen unglaublichen Kettenschutz. Das haben wir jetzt innerhalb von einem guten Vormittag hinbekommen. Ist überhaupt kein Thema. Der Vorteil ist, ihr habt euer Schnittgut los und ihr habt für die Umwelt noch was getan. Probiert es einfach mal aus, die Vögel werden es euch danken. Und säen auch Samen entsprechend aus. Und ihr werdet euch wundern, was um eine Benjeshecke alles wachsen kann. Außerdem sind da immer tolle Frauen unterwegs.
wenn man Schnittgut übrig hat oder irgendwelche Wurzeln oder Äste oder was auch immer, also keine Cola-Dosen oder Toilettenpapier, dann kommt das einfach in die Benjeshecke rein. Anja hat mir jetzt hier so eine alte Wurzel hingelegt, zack, rein damit, die kann da vergehen. Hier mal ein Blick auf unseren großen Komposthaufen. Der ist jetzt auch schon gut am Werden. Der kommt dann am Ende des Jahres wieder bei uns in den Garten rein. Ich habe da noch was. Wir haben uns jetzt 3.500 Euro gespart. Das ist nämlich der Schredder, den wir uns erst kaufen wollten. 3.500 Euro hätte der gekostet. Ja, und da hätten wir das ganze Zeug klein gehäckselt. Ja, super, für Streu und Rindenmulch. Stattdessen haben wir hier eine schöne Hecke gemacht. Und die können wir immer wieder befüllen, immer wieder, andauernd. Und haben was Gutes gemacht. Matsche am Schuh. Oh. Das ist kein Matsch, das ist schon ein Betonblock. Das stimmt, das ist kein Matsch, das ist ein Taschentuch. Oh. Das ist unsere kleine Ella, die hat uns heute geholfen. Bei der? Vogelhecke. Bei der Vogelhecke, genau. Die Vogelhecke. Und da sind wir mal gespannt, ob da auch Vögelchen kommen, die sich dann da einsetzen. Was setzt sich da so rein? Was meinst du, was kommt da? Ein Vogel, ein Igel. Ein Igel, okay. Und was für Vögel? Was könnte da reinkommen? Du kennst ja ein paar, ne? Pfifferlinge. Was ist das für ein Vogel? Das ist ein Pilz. Meise. Ne? Ja, und die Grünen. Grünfinken. 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 Okay. Spatze? Ja, genau, die setzen sich da alle rein. Grünspecht? Jawohl. Grünspecht. Ja. Und vielleicht ein Fasan. Ja? Boah, super. Haben wir gut gemacht. Ich bin auf die Videos gespannt. Ich auch.